Gorillas und Schimpansen sind faszinierende Lebewesen. Beide haben übermenschliche Kräfte, obwohl Gorillas aufgrund ihrer Größe stärker sind als Schimpansen. Hast du schon einmal zwei Silberrücken kämpfen sehen? Was denkst du, was ein Schimpanse tun würde, wenn er eine Miezekatze findet? Wenn du das herausfinden willst, schau dir an, wie Gorillas und Schimpansen gegeneinander und gegen andere Tiere kämpfen. Gorilla-Angriff aus Glas. Kijito, einer der Silberrücken im Omaha Zoo, der durch seine Hauptrolle in dem Kampfvideo »Wo sind die Zoowärter?« bekannt wurde und im Frühjahr 2015 tatsächlich das Glas der Ausstellung zerbrach, findet ein kleines Mädchen in der Menge und stürzt sich jedes Mal auf sie. Er liebt die Reaktion der Schaulustigen. Ein belgisches Touristenpaar schaut ihm eine Weile staunend zu und war völlig verblüfft. Dieser Gorilla zeigt, warum er der stärkste Gorilla des Zoos ist. Er klopft sich auf die Brust und zeigt seine Kraft. Ein Silberrücken-Gorilla schlägt gegen das Glas im Omaha Zoo. Der Gorilla beschließt schließlich, auf das Glas zu springen und es mit der Schulter zu schlagen. Er ist aufmerksam und neigt dazu, nicht so aggressiv zu sein, wenn kleine Kinder in der Nähe sind. Wenn ich diesen Gorilla beobachte, wie er sich auf die schützende Glasscheibe stürzt, sieht er wirklich wie ein ausgebildeter Kampfsportler aus. Silberrücken-Gorillas kämpfen. An einem extrem heißen Tag werden sich zwei Gorillas nicht einig und geraten in einen Kampf. Das heiße Wetter hat sie wahrscheinlich aggressiver gemacht als sonst und sie beschlossen, ein paar Kalorien zu verbrennen. Diese zwei Gorillas trainieren für die nächsten Olympischen Spiele. Sie sind griechisch-römische Ringer und einer von ihnen übt seinen Schwitzkasten an dem anderen. Die beiden lassen sich nicht lumpen und liefern sich vor den Augen der Zoobesucher eine heftige Schlägerei. Die Zoowärter sind nirgends zu sehen. Diese beiden Gorillas jagen sich im Zoo und fordern sich gegenseitig zu einem Kampf heraus. Sie greifen nie wirklich an, aber manchmal sind sie nah dran. Gorillas sind extrem stark. Wenn ein Silberrücken versucht, einen Schwarzrücken zu schikanieren, bekommt er von dem dominanten Männchen eine Lektion erteilt. In Gorilla-Gemeinschaften herrscht Hierarchie und die dominanten Männchen haben das Sagen in der Gemeinschaft. Selbst als sich eine Frau nähert, um Fotos zu machen, kümmern sich die Gorillas nicht um sie und setzen ihr Handgemenge fort. Es kommt zu einer großen Schlägerei zwischen diesen beiden Silberrücken und du kannst sehen, dass beide Gorillas sehr aufgebracht sind. Einige der Gorillas sehen zu, mischen sich aber nicht ein. Das Merkwürdige daran ist, dass die Gorillas nicht einmal auf die Menschen achten, die sie beobachten. Die Frau dieses Gorillas hat das Abendessen nicht zubereitet, also hat der Gorilla sie in die Luft geworfen und sich selbst auf die Suche nach Futter gemacht. Aber die Frau war so wütend, dass sie ihren Mann verfolgte und ihm die Meinung sagte. Dieser atemberaubende Silberrücken will allen im Gehege zeigen, wer der Boss ist. Also rennt er herum und stellt seine Athletik und Stärke zur Schau, damit die anderen Gorillas wissen, womit sie es zu tun haben. In diesem Video gehen zwei Silberrücken auf einen anderen Silberrücken los. Einer der Silberrücken versucht, die Arme des angreifenden Silberrückens zu halten, während die drei in ein Handgemenge verwickelt sind. Gorilla zerrt Baby. In diesem Video begann die Mutter, ihr Kind zu schubsen und zu zerren, bis ein anderer, größerer Gorilla, wahrscheinlich der Vater, die Mutter verscheuchte. Später fanden wir heraus, dass der Gorilla, der das Kind zog, nicht seine Mutter war, sondern seine Schwester. Das passt. Der größere Gorilla, der mit dem Baby am Bein zurückging, war die Mutter. Anscheinend hat die Schwester mit ihrem Bruder gespielt. Wow, wenn das ein Spiel war, möchte ich nicht sehen, wie die Schwester ihren Bruder schlägt. Gorilla und Schimpanse gegen Schlange. Ein paar Gorillas entdecken eine Schlange in ihrem Gehege und alle anderen Gorillas rennen hin, um nachzusehen. Auch ein riesiger Silberrücken. Es ist erstaunlich, wie sie die Schlange anstarren, ohne wirklich etwas zu tun. Genau wie Menschen es tun würden. Es ist eine kleine Babyschlange, also ist sie nicht gefährlich. Aber die Affen sind trotzdem vorsichtig. Die Schimpansen versuchen oft, die Schlangen loszuwerden, indem sie sie unter den Elektrozaun schieben. Sie können auch versuchen, sie über den Zaun zu werfen. Schlangen müssen nicht einmal echt sein, um als Bedrohung wahrgenommen zu werden. Sogar Bilder von Schlangen können diesen Schimpansen Angst einjagen. Letztendlich ist es oft einfacher, den Menschen den Umgang mit ihnen zu überlassen. Gorilla gegen Gans. Ich habe einmal gesehen, wie eine verrückte Gans einen Tiger verscheucht hat. Und jetzt beschließt eine andere Gans, einen Gorilla zu verscheuchen. Was ist nur mit den Gänsen los, dass sie alle Tiere im Zoo erschrecken müssen? Diesmal ist ein glückliches Gänsepärchen im Gorilla-Gehege und ich bin mir nicht sicher, welche Wirkung es auf die Gorillas hat. Aber eines ist sicher, es bringt den großen Primaten zum Laufen. Wahrscheinlich ist er ganz aufgeregt, wenn er ein paar Vögel in seinem Gehege sieht. Also beschließt er, ihnen seine Begeisterung zu zeigen. Gorilla gegen Kätzchen. Diese Gorillas finden ein kleines Kätzchen und der größere Gorilla schnappt es sich. Nachdem er es ein paar Sekunden lang untersucht hat, wirft er das Kätzchen einfach weg, als ob es Müll wäre. Und die kleine Katze kratzt sich, aber der kleinere Gorilla rennt hinterher.
Dieser Gorilla packt das kleine Kätzchen am Schwanz und schleift es auf den Boden. Später sieht man das Kätzchen im Gras hocken, während einer der Gorillas es anstarrt, aber nicht versucht es zu packen. Er geht ein paar Mal um das Kätzchen herum und setzt sich dann direkt neben es. Der größere Gorilla kehrt zurück und riecht an der Katze, woraufhin er sie herumschubst, bis sie sich unter einem kleinen Baumstamm versteckt. Der kleinere Gorilla sucht weiter nach ihr, als die Zoowärter schließlich das Gehege betreten und die Katze, die noch lebt, herausholen. Gorilla springt vor die Menschen. Dieser riesige Silberrücken schwingt sich von einem Seil herunter und läuft direkt an einigen Tierfreunden vorbei. Es ist schön zu sehen, dass die Gorillas freundlich zu den Menschen sind. Gorilla gegen Vogel. Dieser Gorilla begann damit, den Vogel sanft mit einem Stock zu schubsen. Der verletzte Vogel begann schließlich herumzuhüpfen und landete auf einem Zweig, wo er besser zu sehen war. Der Gorilla wollte den Vogel wieder fliegen sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Vogel verletzt war oder ob es sich um ein ausgesetztes Baby handelte. Eichhörnchen versucht, Futter zu stehlen. Ein kleines Eichhörnchen nähert sich einem riesigen Silberrücken mit der Absicht, etwas Futter zu stehlen. Aber als der große Primat den kleinen Nager entdeckt, stürzt er sich auf ihn und das Eichhörnchen verschwendet keine Zeit damit und rennt um sein Leben. Gorilla beobachtet Raupenfresser. Es ist erstaunlich, wie die Gorillas diese Raupe betrachten. Sie sind völlig fasziniert und hypnotisiert von ihr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht einmal ein Erdbeben stören würde. Schließlich stößt der Silberrücken das Insekt weg. Die Gorillas im Zoo von Calgary interessieren sich neugierig für eine Raupe, die einen Ausflug über eine Tür in ihrem Gehege gemacht hat. In unserem Forscherbild beißt ein Löwe einem Gorilla in den Hintern und dem Gesichtsausdruck des Gorillas nachzuurteilen, sieht es gar nicht gut aus. Die anderen beiden Gorillas versuchen, den Löwen zurückzuhalten, aber das scheint nicht einfach zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob ein Löwe auf diese Weise mit 3 Silberrücken fertig wird. Aber hey, alles ist möglich. Gorilla spielt. Dieser Gorilla genießt die Reifenvorrichtung in vollen Zügen und ist damit eine ganze Weile beschäftigt und konzentriert. Dieser kleine Gorilla ist der Mechaniker des Geheges und wechselt gerade die Winterreifen am Auto des Silberrückens. Es ist Zeit, an die Arbeit zu gehen. Schimpansenkampf. Diese Schimpansen verbünden sich mit einem ihrer Artgenossen in diesem Gehege und sie lassen nicht locker. Der Schimpanse ist verängstigt und versucht, sich so gut es geht zu schützen. Ein kleinerer Schimpanse scheint zu versuchen, den angegriffenen Schimpansen zu beschützen, aber er ist viel zu klein, um mit all diesen erwachsenen Schimpansen fertig zu werden. Ich denke, das ist die Mutter des kleinen Schimpansen und er versucht, sie zu verteidigen. Die Schimpansen tun ihm nicht weh, sie haben es nur mit dem erwachsenen Schimpansen zu tun. Nach der Fütterung bricht in diesem Zoo eine Schlägerei zwischen den Schimpansen aus. Sie streiten sich wahrscheinlich darüber, wer zuerst fressen darf. Als ein Schimpanse von ein paar Schimpansen in die Enge getrieben wird, wendet er ein paar Tricks aus dem Bruce Lee Handbuch an und führt ein paar kräftige Tritte aus, um sich aus der Klemme zu befreien und wegzulaufen. Aber die Schimpansen jagen ihn und versuchen ihn wieder zu packen. Der Schimpanse versucht sich unter den Baumstämmen zu verstecken. Es ist Rumble in the Jungle in diesem Gehege, als ein Haufen Schimpansen ausrastet und auf alles einprügelt, was in Sicht ist. Die Schlägerei dauert ein paar Minuten und dann beruhigen sich die Affen wieder. Vor einem großen Publikum liefern sich diese Schimpansen ein Handgemenge und jagen sich gegenseitig bis ins Wasser. Irgendwann sieht einer der Schimpansen aus wie der Graf von Monte Cristo, hält einen Stock in der Hand, als wäre es ein Schwert und versucht, ein paar Schimpansen damit zu schlagen. Schimpanse gegen Eichhörnchen. Dieses arme Eichhörnchen wurde so oft gegen den Boden geschlagen, dass es von dem Schimpansen platt gemacht wurde. Schimpansen töten Tiere oft auf diese Weise, indem sie auf sie einschlagen, anstatt zu versuchen, sie zu beißen. 4 Schimpansen im Zoo von San Francisco jagen und fangen ein Eichhörnchen und machen eine Weile mit ihm rum. Plötzlich beugt sich einer der Schimpansen herunter, beißt und tötet das Eichhörnchen und hält es dann hoch, um es der Menge zu zeigen. Dieser Schimpanse hat im Laufe der Zeit einen Sinn für Effekthascherei entwickelt. Ein anderes Eichhörnchen wird von einem Schimpansen platt gemacht und selbst nachdem es tot ist, wirft der Schimpanse es herum, als wäre es ein Spielzeug. Diese Schimpansen haben ein Eichhörnchen getötet und spielen Fangen damit, bis einer der Schimpansen sich das Eichhörnchen schnappt und es nicht mit den anderen teilen will. Er rennt mit dem kleinen Nager im Maul davon und läuft damit herum. Plötzlich fängt er an, das Eichhörnchen unaufhörlich auf den Boden zu schlagen. Ich schätze, das gehört alles zum Spiel. Schimpanse greift Affe an. Hoch oben in den Bäumen ist viel los, denn dieser Schimpanse ist auf der Suche nach Futter. Die kleinen Affen geraten in Panik und das aus gutem Grund, als ein Schimpanse einen von ihnen aufschnappt. Schimpansen haben scharfe Zähne, aber um ihre Beute zu töten, schlagen sie sie mit tödlicher Kraft gegen eine harte Oberfläche. Sie sind extrem stark, sodass ein kleiner Affe wie der in diesem Video keine Chance hat zu überleben. Es ist unglaublich zu sehen, wie aggressiv Schimpansen sein können. Du kannst sehen, wie sich dieser Schimpanse in den toten Affen gräbt. Schimpansen sind nicht die freundlichen Vegetarier, für die man sie hält. Sie ernähren sich zwar hauptsächlich von Früchten, aber es ist offensichtlich, dass sie Allesfresser sind und auch andere Tiere essen. Auch wenn Schimpansen das Fleisch anderer Säugetiere bevorzugen, macht es nur 2% ihrer Ernährung aus.
Schimpanse vs. Schlange. Eine Schlange befindet sich im Schimpansengehege und der kleine Schimpanse ist derjenige, der die Schlange packt und versucht, sie wegzuwerfen. Die Schimpansen bleiben dann weg und beobachten jede Bewegung der Schlange. Als die beiden Schimpansen am Rand einer kleinen Klippe spazieren gehen, bemerkt einer von ihnen eine Schlange. Sobald die Schlange die Schimpansen bemerkt, schlängelt sie sich davon. Die Schimpansen schauen die Schlange an, aber keiner von ihnen macht eine Bewegung, um sie anzugreifen. Ich habe das Gefühl, die Schimpansen mögen keine Schlangen oder haben Angst vor ihnen. Schimpansen greifen Waschbär an. Ich weiß nicht, wie dieser Waschbär in das Schimpansengehege gekommen ist, aber ich bin sicher, dass er es sehr bereut. Die Schimpansen schikanieren und schlagen den Waschbären unerbittlich. Ich glaube nicht, dass dieser Waschbär lebend aus diesem Schlamassel herauskommt. Zoos zeigen sowohl die Schönheit als auch die Grausamkeit des Tierreichs. Ein Waschbär war im Schimpansenkäfig des St. Louis Zoo gefangen und konnte nicht mehr entkommen. Die Schimpansen bedrängten den Eindringling, warfen ihn herum und ließen ihn fliegen. Zunächst umzingelten und verfolgten die Schimpansen den wehrlosen Waschbären, als dieser zu fliehen versuchte. Der Waschbär rannte über einen großen Felsbrocken und entkam nur knapp dem Zugriff der Affen. Ein Affe hingegen packte ihn am Schwanz und schleuderte ihn quer durch das Gehege. Ein anderer Schimpanse packte den Waschbären am Schwanz, als er versuchte, durch das Abflussrohr zu fliehen. Jemand vermutete, dass der Kopf des Waschbären im Abflussrohr stecken geblieben war. Es ist möglich, dass er auf diese Weise hineingeraten ist. Ein anderer Schimpanse schlug auf den Waschbären ein, als dieser wehrlos war. Was für eine Schande. Erlaubt ihm doch einfach zu gehen. Lasst ihn vorbei. Einige Leute fanden den Kampf mit dem Waschbären amüsant. Ich bin mir nicht sicher, ob das witzig gemeint war. Denn ein Lebewesen in Not zu sehen, selbst wenn es ein Schädling wie ein Waschbär ist, ist niemals amüsant. Waschbären sind berüchtigt dafür, ihre Nase in Dinge zu stecken, die sie nichts angehen. Die Schimpansen haben dem Waschbären die Meinung gesagt, weil er nicht in ihr Gehege eingeladen worden war. In diesem Video kannst du aus nächster Nähe sehen, wie die Schimpansen einen Waschbären töten, indem sie ihn auf den Boden schlagen. Der Waschbär hat keine Überlebenschance, nachdem er so hart auf den Boden geschlagen wurde. Es ist beängstigend, die Gewalt der Schimpansen in diesem Video zu sehen. Schimpanse gegen Entenküken. Eine Entenmutter und ihre 12 Entenküken wandern in einem Schimpansengehege im Chester Zoo. Die Schimpansen bemerken, dass sie da sind, rasten aus und werfen und brechen der Mutter den Rücken. Einige Entenküken werden geworfen und sofort getötet, während andere gepackt und wahrscheinlich zerquetscht werden. Ein Schimpanse greift einen anderen Schimpansen an, weil er die Entenküken getötet hat. Er ist wahrscheinlich ein Doppelagent, der für die PETA arbeitet. Schimpanse jagt Katze. Diese Schimpansen spielen nicht Follow the Leader. Sie jagen eine Katze, die sich irgendwie in ihrem Gehege verirrt hat. Es ist inzwischen offensichtlich, dass Schimpansen keine Eindringlinge mögen. Also sollte die Katze besser schnell einen Weg finden, um zu entkommen. Anscheinend wurde die Katze unverletzt gefangen und später wurde festgestellt, dass sie schwanger war. Ich habe festgestellt, dass die Schimpansen und Gorillas aggressiv gegenüber einigen der harmlosesten Tiere sind, die in ihren Gehegen gelandet sind. Ich schätze, sie mögen keine Eindringlinge. Welches war dein Lieblingstier? Lass es uns doch in den Kommentaren unten wissen. So, das war unser Blick auf Gorillas und Schimpansen, die sich gegenseitig und andere Tiere bekämpfen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns bitte einen Like und lass uns in den Kommentaren wissen, was du denkst. Schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere sie, um dabei zu sein. Klicke auf das Benachrichtigungssymbol, damit du unsere neuen Videos siehst, sobald sie hochgeladen werden. Das war's für den Moment.